Musste es ja. Wahrscheinlich hast du recht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Er muss das ja besser wissen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. War doch klar, dass das Ärger gibt. Warum mache ich das jetzt erst? Das ist doch nichts Neues. Wird sich das jemals ändern? Ich würde Ihnen auch meine beiden Helfer erzählen. Ich glaube kaum, dass ich daran was etwas hätte. Ich habe schon sagen können. Von mir erfährt keiner was. Ich glaube kaum, dass ich daran. Früher wäre das ganz anders geworden. Von mir erfährt keiner was. Thank you.
Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie hatten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Ich werde bestimmt nicht in den Mund für euch schuften. In dem Fall bist du wohl unser zukünftiger Kollege. Dann sei schon lieb zu uns, wir sind nämlich morgen auch noch da. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Lager. Das glaubst du doch selbst nicht. So wie du rumläufst, schaffst du es nicht mal, bis dahin zu kommen. Und jetzt weg mit dir. Lass mich mal vorbei. Lass mich... Ich habe jetzt eine richtige Waffe. Drecksvieh! Was geht euch Gulasch, Drecksvieh? Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fremde. Glück gehabt! Thank you.
Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh! Ich zerhack dich, du Mistvieh! Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh! Ha! Warte doch mal. Was ist? Wollte dich nur mal ansehen. Siehst nicht so aus, als wärst du einer der Banditen. Von mir aus kannst du weitergehen. Was machst du hier? Wir bewachen diesen Vorposten. Wenn du den Weg hier weiter folgst, kommst du zur alten Mine. In den Wäldern hier draußen treiben sich öfter Banditen herum. Unsere Anwesenheit sorgt dafür, dass die Kerle nicht so mutig werden. Am Ende versuchen sie noch irgendwas Dummes. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Soweit ich weiß, werden sie von einem Mann namens Lales angeführt. Sie leben zusammen mit den Söldnern im neuen Lager. Es gibt immer wieder Überfälle, bei denen sie unseren Jungs im Wald auflauern. Deswegen hat Gomez diesen Vorposten errichten lassen. Trotzdem schaffen es die Kerle uns immer wieder einen Schritt voraus zu sein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie hier ein Versteck ganz in der Nähe haben. Gibt's was Neues? Nein, alles wie immer. Wir sehen uns später. Halt die Ohren steif. Hey du! Glaub
Na, wie sieht's aus? Fick dich selber, du Arschloch. Ich kann's nicht leiden, wenn nicht irgendwelche dahergelaufenen Buddler vollquatschen. Kannst es nochmal versuchen, wenn du es hierzu was gebracht hast. Und jetzt beweg deinen Arsch. Was willst du? Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Ich habe Hunger. Kannst du mir was beibringen? Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Vielleicht ein Stück Käse. Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Es kommt nur auf die Kraft. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich habe ja Quatsch mal viel. Ja, nicht besonders schlau. Ich halte mich da lieber raus. Das war doch schon vorher gemacht. Was weißt du über meinen Crawler? Wenn eins von den Crawler-Viechern ankommt, dann schlag mit der Spitzhacke genau zwischen die Augen. Aber du musst beim ersten Mal treffen. Eine zweite Chance gibt es nicht. Das war doch schon vorher klar. Keine Ahnung. Erzähl mir was von der Mine. Eine Spitzhacke und Schweiß, das brauchst du hier drin. Ich dachte, du kommst hier rein und gehst doch wieder. Aber wenn du längst weg bist, werde ich hier immer noch das Herz aus dem Berg schlagen. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Leben. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Manche lernen eben gar nichts dazu. Wer hat dir was zu sagen? Santino und Alberto tauschen Waren gegen das Ernst, das wir schürfen. Von ihnen bekommen wir unsere tägliche Ration. Ich wundere mich über gar nichts. Ich habe was anderes gehört. Ich dachte, das wäre schon geklärt. Immer wieder dieselbe. An der Geschichte muss wohl doch was. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich hätte das anders gemacht. Wenn du weißt, hätte er auch selbst. Wenn sie mir glauben kann, das ist wirklich nicht mein Problem. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. An der Geschichte muss wohl doch was machen. Du hast dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist was, was wir über was anderes reden. Immer wieder dieselbe. Wie sieht's aus? Tja, also mein Rücken schmerzt, meine Arme fallen mir ab, meine Kehle ist trocken und ich bin müde. Ich wundere mich aber gar nichts mehr, auch nicht mehr. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Ian ist der Chef der Mine. Asghan befehligt die Gardisten. Santino und Alberto tauschen Waren gegen das Erz, das wir schürfen. Von ihnen bekommen wir unsere täglichen Rationen. Abwarten. Das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Das ist doch lange bekannt. Aber war es für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Das habe ich früher auch gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben, haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Wir sehen uns. Kann ich da mal vorbei? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht.